Gott und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Arms Day Battle. Ich bin's, euer Eti, und mir geht der Akzent jetzt schon auf die Nüsse. Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von natürlich Project Unstable 4. Wir machen weiter mit Botania. Was auch sonst? Nee, bevor wir Botania machen, zeige ich mal kurz. Ich habe ja schon wieder umgebaut. Also hier, das sieht jetzt so aus. Ich habe da unten jetzt stehen 12, 16, warte mal, 8, 16, 16, 16 von den Enderflammen. Wieso habe ich da oben? Ja, jetzt von den Enderflammen-Blumen. Und ich habe das jetzt so gelöst mit dem Kohlezeugs, was mich ja letztes Mal genervt hat, ist, ich mache jetzt einfach, eine Enderflame braucht genau 48 Sekunden für ein Stück von der Kohle, bis das verarbeitet ist. Das heißt, ich habe im Prinzip 48 Sekunden durch 16 Blumen sind alle 3 Sekunden eine Kohle. Das heißt, ich habe da oben mit dem Hovering Hourglass einfach 3 Sekunden eingestellt und jetzt ploppen da alle 3 Sekunden so eine Kohle runter und wird eigentlich instant wieder von irgendeiner Blume weggelutscht und die Mana-Produktion läuft. Also, wie ihr seht, ich habe das gestern am Abend, habe ich es kurz gestartet, um zu schauen, ob es funktioniert. Habe mich dann ausgeloggt, wollte das eigentlich in der Aufnahme herzeigen. Ja, und wie ich mich heute früh eingeloggt, also heute Mittag eingeloggt habe, waren auf einmal die ganzen Pools voll. Jetzt ist, ja. Ich habe dann noch ein bisschen, jetzt ein bisschen was vorbereitet, darum fehlt ein bisschen Mana. Ich habe auch hier unten wieder mal umgebaut. Dom, dom, dom. Und zwar habe ich mir hier drüben nochmal einen Platz geschaffen für eine zweite Baumfarm. Weiß ich nicht, ob ich noch brauche. Die Produktion läuft so geil. Mal schauen. Vielleicht dann, wenn Applied Energistics mal richtig drin ist und richtig läuft bei mir, dann könnte es sein. Habe auch hier unten die komplette Kabeländerung wieder, also habe die ganze Kabelverlegung wieder mal geändert. Verwende jetzt auch für meine Zuschauer die verschiedenen farbigen Slots. Da ist blau und da oben haben wir braun noch irgendwo, glaube ich, oder andere auf grün gelassen. Ich habe gar nicht mehr gebraucht. Ich habe mir zwar gedacht, dass ich, das ist auch blau, das pumpt alles da rein und ja, im Prinzip die gleiche Anordnung wie immer. Sticks habe ich jetzt momentan, ja, zum, ach, so elendig viele, das ist eine Katastrophe. Holz ist eigentlich immer instant sofort. Ich habe jetzt hier, was ich auch, was mir zum Glück der Schnauze erzählt hat, man kann hier bei den Item Condits oder bei den Dingen einstellen, den Around Robin Modus, den habe ich hier oben aktiviert. Ne? Blödsinn, den habe ich. Da oben habe ich den in Akt. Ne? Da habe ich ihn aktiviert. Hier, das müsste der Drawer sein mit dem Oakwood. Ja. Und das Ding füllt mir dann praktisch nicht einen voll und dann den nächsten, sondern er wechselt sich ab. Einen da, einen da, einen da, fängt da wieder an, da und da und. So habe ich eine bessere Auslastung, eine bessere Effizienz mit den Netz. Brennen zum Beispiel wieder alle drei. Mit dem Holz. Und produziert natürlich mehr Kohle, die ich aber eh bitter nötig habe. Ich muss es jetzt mal im Auge behalten. Vorher waren es 8 Stacks, jetzt sind es 7 Stacks. Na, ich bin noch immer im Minus. Also wenn das Ding hier läuft, dann produziert meine Baumfarm noch nicht genug Holz. Wobei ich aber drauf und dran bin. Ich habe jetzt auch vorhin drum auch die Spreader hier auf den Runic-Altar. Ich habe mir nämlich vorher wieder so ein paar Rune of the Spring gemacht. Einfach um noch mehr von den Agri-Carnation-Blumen zu machen, die mir dann das Baumwachstum beschleunigen. Da wir ja jetzt Applied Energistics drin haben, bin ich natürlich auch wieder ganz wild am Erze farmen. Jetzt sieht man da oben nicht, wie viel das da drin sind. Vorhin waren es 3. Jetzt sind es 4. Ja, toll. Von den Crystals, die man dringend braucht. Wie ich farme, habe ich glaube ich schon mal irgendwann gezeigt. Da mir das mit dem Hammer und da unten in meiner Mine rumgraben auf die Nüsse gegangen ist, habe ich mir überlegt, ich arbeite mal mit den Mining Turtles von Computercraft. War das? Computercraft? Ich hoffe Computercraft. Wo ist die? Wahrscheinlich genau hinter dem Lavastrom. Und die baut mir hier unten jetzt so ein bisschen einen kleinen Tunnel.
20 mal 20 Blöcke. Und ich hoffe, das Ding steht nicht. Nee. Man sieht, sie ist noch fleißig am Werkeln. Ich muss auch wieder unbedingt ein paar Fackeln ins Inventar packen, damit ich hier wieder ausleuchten kann, wenn es weit ist. Ja, so bekomme ich zumindest genügend Materialien, die ich dann sicher irgendwann brauche, eben wenn A Blight dann losgeht. Vor allem hoffe ich, dass hier unten auf den Ebenen auch genügend von den Setos Quartz Crystals unterwegs sind, die ich so dringend brauche. Aber genug davon. Also die Quarry, sage ich schon wieder. Die Mining Turtle, die farmt sich hier den Horst. Genau. Das passt. Das heißt, ich habe keinen. Arbeitet auch mit einer Ender Chest natürlich, um das nochmal kurz erklärt zu haben. Wenn das Inventar von der Turtle. Wenn das Inventar von der Turtle voll ist, dann hält sie kurz an, packt das Zeug in die Ender Chest und fährt dann weiter. Und die andere Ender Chest steht hier oben. Ich habe hier einen kleinen Puffer gebaut mit einer Iron Chest. Einfach, weil ich nicht wusste, wie viel das dann da rauskommt und nicht, dass mir die Ender Chest vollläuft. Und das wird dann hier automatisch einsortiert und eingeräumt in den. Man sieht es auch, da oben habe ich jetzt eine Torch drinnen, die ich gar nicht. Ah, da wird eine Torch von meinen Gängen abgegraben haben. Aber ich habe doch die Torch. Ach ja, genau, das reicht leider nicht bis hier rüber. Da müsste ich ein Upgrade reinpacken. Dass dieser. Controller auch da hinten das letzte Ding aktiviert, aber es ist nicht so dramatisch. Wie gesagt, in ein paar Tagen haben wir dann Applied Energistics, das ME-System, da werde ich natürlich auch Folgen dazu machen. Aber heute soll es nochmal um Botania gehen, die nächsten ein, zwei Folgen. Mindestens. Und zwar bin ich ja jetzt dann drauf und dran, eben, ich würde ein Portal machen und Sachen erstellen und hin und her. Und heute machen wir uns nochmal ein Pflänzchen. Und zwar craften wir uns, ja, da haben wir es ja schon offen. Ach Gott. Den Jaden Amaranthus, nun muss ich das ne. Den Jaden Amaranthus. Die Blume ist insofern geil, weil die rund um sich mit Mana dann Blumen generiert. Und zwar die Mystical Flowers von Botania für die Mystical Petal. Und dann braucht man die nicht mehr suchen gehen, sondern das kann man auch automatisieren. Und genau das will ich heute mit euch machen. Wir brauchen dazu noch einiges an Zeug, habe ich gesehen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich diese Folge schon mit dem Aufbauen beginne. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was craften. Wir haben schon so lange nicht mehr gecraftet, sondern ich habe nur mehr gebaut in den letzten Folgen. Jetzt craften wir mal eine Runde. Und zwar will ich genau für die Chest... upgraden und zwar mit Iron Chest, dem Mod, nee, ich will eine Gold Chest machen. Ich will, da haben wir es, den Iron Chest und ich will eine Gold Chest. Oder will ich eine, ich will eine Gold Chest. Da braucht man eine Iron Chest und da gar nicht. Also Diamant-Chest wollte ich nicht machen. Weil, na gut, ja, aber eine Gold-Chest müsste vom Platz eigentlich genügen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur 8 Eisen, von denen ich ja momentan genügend habe. 5, 6, 7, 8 und 8 Gold. Hallo? Ach, Gold ist alle. Dann gehen wir mal kurz runter in den Supermarkt. Ne, ich habe hier schon wieder Gold gebrannt, natürlich. Da haben wir ein bisschen was. Da. Und dann können wir nämlich die Kiste kurz machen. Dann haben wir zumindest mal genügend Platz für die ganzen Blumen, wenn wir die dann automatisch farmen. Ich will ja nicht, dass das dann irgendwie voll läuft und dann nicht mehr richtig funktioniert. Und ihr wisst ja wieder. Da. Wir haben die Iron Chest. Das restliche Zeug kann da wieder rein. Die Iron Chest ist eigentlich immer ein Teil gewesen. Dann brauchen wir noch Living Stone. Ja, da haben wir dann noch. Da haben wir dann. Bei Sticks. Okay, da komme ich auch noch ein bisschen. Sonst muss ich mir nachher noch ein bisschen Cleanstone brennen. Hey, wir haben noch eine Ender Lily vergessen. Okay, dann craften wir uns natürlich einen Mana Pool. Da die Blume ja auch Mana lutschen will.
Dann haben wir das, dann haben wir das, das ist das volle Tablet. Ja, und im Prinzip brauchen wir jetzt noch die. Ja, da gibt's. Wie soll ich jetzt anfangen? Wo fangen wir an? Ne, fangen wir gleich mal mit der Blume an, ist ja egal. Das heißt, das Rezept ist auch nicht unbedingt schwierig, außer die Rune of Spring, die braucht Zeit, eigentlich nur Zeit. Aber ich habe ja ein paar. Das heißt, wir können eigentlich gleich mal, bauen wir gleich zwei, weil wir haben es ja. Dann haben wir die Rune of Spring. Wir brauchen zwei von den komischen Redstone Rod. Das habe ich mir jetzt auswendig gemerkt. Mehr weiß ich schon wieder nicht mehr. Den Kübel brauche ich auf alle Fälle auch und Seeds brauchen wir auch. So, jetzt schauen wir nochmal. Wir brauchen dann dazu Grün, Lime und Purple, also Grün, Hellgrün oder Limette und Purple. Wir haben da zweimal Lime. Was Grün haben wir vielleicht gar nicht. Doch Green, Dark Green. Sieht so anders aus hier. Und Purple, 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 Purple. Da brauchen wir auch zwei. So. Dann machen wir uns schnell mal das Blümchen oder die zwei Blümchen. Einmal Green, einmal Dunkelgrün, einmal Redstone Rot, eine Spring, einmal sowas und einmal diesen Dienst. Und das gleiche jetzt nochmal. Zack. Ich könnte jetzt natürlich auch mit der leeren Hand draufklicken, aber ich bin zu faul, dass ich jetzt irgendwas aus dem Räume drum machen. So, zack. So, das sind dann unsere zwei, ja dann irgendwas sowieso hau mich tot Dinger. Dann brauchen wir natürlich auch eine Blume, die mir die Blumen dann aufsammelt, wenn die fertig sind. Das heißt, wir brauchen eine Hopperhock. Zweimal Grey, also zweimal Grau, einmal Hell, zweimal Hellgrau, Rune of Air und wieder so ein. Auch nicht schwierig. Zweimal hellgrau, zweimal grau. Rune of Air. Haben wir auch nicht mehr so viele, sehe ich gerade. Und wie das. Sowas, glaube ich, war das. Hoffe. Dann haben wir das Rezept noch offen. Passt. Dann klatschen wir das da rein. Und. Hopperhock ist fertig. Gut, das war das, das war das. Wir haben den Mana Pool, wir haben die Kiste. Ach ja, und jetzt brauchen wir natürlich noch was, was uns den Scheiß mehr oder weniger dann abbaut. Und dazu brauchen wir ein Horn of the Wild. Das Horn of the Wild ist eigentlich, ich kann es euch ja nachher mal kurz zeigen. Da braucht man so einen Seed, so einen speziellen. Und den bekommt man, wenn man Gras mit der Schere abschneidet und den dann einfach durch den Mana Pool jagt. Ich habe hier noch ein paar Grasblöcke. Habe ich ja auch schon mal gezeigt. Das heißt, wir klatschen das einfach da rein. Zack. Und sollten, wenn man treffen, yes, so ein Ding rausbekommen. Und dann nur mehr das Ding in die Mitte und ein bisschen Living Wood dazu. Zack, zack, zack. Wie war das? Ja, das war so. Auch nicht so. Ja, leck mich doch am. Hier, hier, dort, da und da nicht. Gut. Dann haben wir das Horn of the Wild. Das Horn of the Wild ist insofern ganz cool, wenn man da reinbläst. Immer hier passiert zum Glück nichts. Und man ist irgendwo. Da müssen wir jetzt kurz runterlaufen. Latschen. Oder. Nee, geh mal lieber raus. Immer sicher, sicher. Ich will nicht bei meinen Feldern oben da irgendeinen Scheiß machen. Also wenn man das Horn of the Wild hat und dann irgendwo bei so einer Grasfläche ist, oder bei Blumen oder bei allem anderen Scheiß und man bläst da rein, bum, 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 wird das automatisch abgebaut. Und wir haben zufällig einen Ender Lily Seed gefunden. Das ist geil. Jetzt ist natürlich die Überlegung, ich kann leider nicht immer oben stehen. Und da reinpusten und immer bum, 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 bum. Jedes Mal, wenn die Blumen da sind, das ist ja, wir reden ja von Automatisierung und das wäre dann für Asche. Drum kann man aus dem Horn of the Wild eine Drum of the Wild machen. Dazu brauchen wir noch kurz zwei Stück Leder.
Das habe ich mir gemerkt. Das Rezept habe ich mir natürlich ganz professionell vor der Aufnahme angeguckt. Und dann klatschen wir das Horn of the Wild in die Mitte. Oben und unten zwei Leder. Und dann brauchen wir noch das Living Wood Zeugs. Und dann haben wir das Rezept verkackt. Was? Wieso? Drum of the Wild. Horn of the Wild, Leder, Living Wood, Living Wood, Living Wood, Living Wood. Ah, Living Wood Planks. Da war der Hund. Nee, drum. Ich habe mir schon gedacht, ich bin blöd. Okay, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir natürlich noch was, um das Horn of the Wild auszulösen. Und das funktioniert in Botania, wie soll es auch anders sein. Mit einem ganz normalen Mana Spreader. Craften jetzt auch mal kurz. Einen. Zack. Und das war's. Im Prinzip sind wir mit dem Ding. Ach nö. Was ich auch noch brauche, ist ein. Habe ich da noch ein Hovering Hourglass? Also müsste ich aber noch ein. Ja, da habe ich noch. Habe ich auch schon gezeigt. Bitte sagt nicht, ihr wollt das nochmal sehen. Und wir haben ja gesagt, bei dem Hovering Hourglass, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zeit eben nachzugucken. Nee, nicht nachzugucken, sondern mit verschiedenen Materialien dauert es unterschiedlich lange, bis man. Bis sich das umdreht, bis man praktisch die Zeit tip to search. Will ja. Basic und Phoenix. Da finde ich wahrscheinlich auch nicht. Aber? Oh Gott. Ah, wahrscheinlich hier. Oder auch nicht. Gott, ich habe das noch nie im Buch gesucht. Unter welchem. Hovering Hourglass. Da steht's ja. Da steht die. Sand, Red Sand or Soul Sand. Und Sand will be, also es ist eine Sekunde pro Block, Red Sand sind 10 Sekunden pro Block und Soul Sand ist eine Minute pro Block. Red Sand, glaube ich. Red Sand, glaube ich, habe ich nämlich kein. Ich habe noch ein paar Soul Sand. Ich habe eine Minute. Machen wir drei Minuten. Weil es ist jetzt nur ungefähr. Ich habe noch keine Ahnung, wie schnell das die Blumen dann wachsen. Dann probieren wir es mal aus. Wir werden jetzt mal die Blume dahin. Also ich habe hier noch meine fliegende Insel ein bisschen abgegradet, will ich mal sagen. Und. So, da seht ihr mal, welchen Bereich die abdeckt. Das heißt, auf der Insel eigentlich relativ geil von der vom Platz her. Das heißt, wir werden den Mana-Pool hier drüben platzieren. Also hier den Mana-Pool. Dann die Drum daneben. Mehr oder weniger. Nee, nicht genau hier. Hier will ich ja dann langlaufen. Das ist, wenn man sich absolut nicht überlegt, wo man was hinstellen will, dann kann das echt teilweise nerven. Stellen wir den Mana Pool. Ach, es sind sowieso. Es ist nur ein Block. Ist ja egal, dann stellen wir den Mana Pool. Den Mana Pool stellen wir genau hier hin. Und hier stellen wir den Drum hin. So, jetzt den Hopperhawk muss ich wahrscheinlich irgendwo ein bisschen zentraler
Ach so, nee, die Kiste muss ja neben dem Hopperhock stehen. Ich den hier, dann packt er mal, dann muss ich die Kiste leider Gottes auch hier hinstellen, obwohl es mir wieder einen Platz wegnimmt. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Und im Prinzip brauche ich hier keinen normalen Mana Spreader, sondern einen Redstone Spreader natürlich, weil ich will ja den mit einem gewissen Tick dann versehen. Und Redstone haben wir noch. Ich glaube, das ist jetzt beim neuen Update auch ein bisschen verpackt, weil. Ne, Puls Mana Spreader. Doch, es steht schon Puls da. Ne, ich dachte mir, wenn man das aufgestellt hat, das Ding, dann glaube ich, steht da nicht mehr Puls da. Essen. Da. Jo. Jetzt. Wenn ich da jetzt mein Mana-Tablet darin entleere. Da steht man direkt vor. Wenn das im Real Life auch so wäre, dass man so beschissen zielt, dann wo ist mein Tablet? In. Moment, da was verabschiedet? Nö. Läuft alles. Wo ist mein Tablet hin? Ach nee. Scheiß. Anna Tablet. Anna Tablet. Mana Pearl, da muss ich wohl unbedingt eine Mana Pearl nehmen. Ich habe jetzt natürlich einen Scheiß da. Ich ziehe das in einer Folge durch, dann wird halt die Folge ein paar Minuten länger, ist ja egal. Wieso plötzlich gerade. Ach. Einmal klicken hätte genügt, nicht fünfmal. So, dann gehen wir da hoch. Kratzen auch noch. Und vernichten da mal so eine Perle drin. Und brauchen dann Living Rock. Hab mein Handy schon wieder nicht auf lautlos gestellt, wie man hört. Noch nicht. Ganze Living Rock hin. Die auf dem Server verschwinden ging. Da ist er ja eh. Okay, die Perle in die Mitte und das Zeug rundum. Und wir haben das leere Mana-Tablet. Zum Glück ist es leer. Wenn wir das kurz befüllen. Das befüllen wir. Hier. Zack. Hoffen wir nicht. Rot eigentlich. Nee, wir müssen Pool zu Tablet. Und rein damit. Und warten wir hier kurz. Dum, 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 ja, wirst du voll? Endlich. So. Dann probieren wir das gleich jetzt nochmal und hoffen, dass sich das Mana-Tablet nicht verabschiedet. So. Bleib ja drin. So. Das wie wir. Das muss ich mir angucken. Ich baue jetzt nicht noch ein Mana-Tablet. Ich bin nicht blöd. Wir werden hier einen Spreader herstellen. Und den mit dieser Drum linken. Und das war's im Prinzip. Ach so, ne, die müssen wir natürlich auch noch linken. Mit dem Mana-Pool. Und. Alter, wie schnell wachsen denn die? What the fuck? Okay, von wegen einer Minute. Alle paar Sekunden muss ich die Uhr drehen. Normalen Sand 3 Minuten.
Olsen wieder hier weg und ja, machen wir alle, nein, alle 30 Sekunden oder so. Weiß ich. Dass man nicht dauernd wieder das Klack, 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 das nervt nämlich schon da oben. Das Klack, 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 alle 3 Sekunden. Ja, aber 30 Sekunden dürfte. Ich muss mal gucken, ob das Ding dann auch alle aberntet mit einmal draufschlagen oder ob ich das Intervall dann noch kürzer machen muss. Naja, schauen wir mal. Nämlich rein theoretisch sollte jetzt dann alle Blumen abgeerntet werden, außer die zweite Generation von Blumen, die müssen das eigentlich überleben. Ach Gott. Wie viele Blumen hier sind? Und? Mach Bumm. Mach Bumm. Alle werden leider nicht abgeerntet. Aber ein Großteil eigentlich. Jetzt mal gucken, ob ich die dann. Ich glaube, ich muss den nämlich auch eher mittig stellen, die Drum. Ach, Scheiße, wie viele Blumen hier sind. Gewitter? Upp. Ja, okay. Da müsste ihr. Ah! Ach, Scheiße! Die Hopperhock! Die Hopperhock hat mir das Tablet weggefressen! Okay. Naja, das erklärt natürlich einiges. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das Problem ist nämlich, so eine Hopperhock, wenn die dann. Wenn das Ding auf nichts gebunden ist, wenn du nicht sagst, du willst. Ich muss mal schauen, ob ich die vielleicht mit dem Wand of the Forest nachher. Ja, stellen wir sie wieder hier hin. Das nenne ich mal ergiebig Botania-Pflanzen produzieren. Nämlich richtig ergiebig. Auch eine Botania. Ja, aber viel schneller, glaube ich, muss das gar nicht sein. Und ich denke, wir kommen hier auch mit einer Blume zurecht. Ja, definitiv. Hätte man gar nicht zwei gebraucht. Kann ich aus dir noch was rausholen, wenn ich sage, ich will die... Und die 30 Sekunden? Ja. Ja, die passen. Und der Hopperhock klopft uns alles schön hier rein. Gefällt mir. Gefällt mir. Naja, im Prinzip war es das mit der Blumengenerierung. Das Perverse ist halt jetzt, ich meine, jetzt habe ich dann so viele Blumen, die ich wahrscheinlich in 100 Jahren nicht brauche. Aber das ist auch gerade für den Anfang. Also wenn man sich die Mühe macht und sofort mal so eine Pflanze baut, die, wie gesagt, spawnen aus dem Nix die Blumen. Und damit kommt ihr perfekt zurecht. Wie gesagt, das steht jetzt nicht lange und habe schon so ziemlich alles an Blumen drinnen, außer die, die ist von Minecraft. Was soll das? Nee, nicht. Weg! Nein! Und ihr könnt euch sicher sein, ihr habt immer alle Farben, die ihr braucht zur Hand. Von den Petals dann. Ja! Gut so! Blumenfarm? Check! Automatisiert nämlich. Oder halbwegs automatisiert. Das ist dann alles da in der Kiste drin. Werde ich mir dann überlegen, kann man sicher mit Applied Energy Sticks dann noch cooler machen, dass die dann gleich umgecraftet werden und ins ME-System eingebunden werden und mal schauen, ob mich das. Aber einen Bock dazu hab oder. Was machst du denn hier? Lutsch. Okay. Dann hätte ich gesagt, es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht mich beim nächsten Mal wieder, wenn es irgendwas um Botanik geht wahrscheinlich. Bis dann, Leute. Tschüss mit dir und ciao mit euch.